Na, also. Dann bauen wir jetzt erstmal noch hier. Da darf ich irgendwie nicht bauen, weil das eine Festung ist. Da steht halt nicht, dass das eine Festungskarte ist, aber ich kann keine Festung bauen. Was ein Schwachsinn. Na gut. Bauen wir halt keine Festung. Da bauen wir jetzt hier einfach nur den des Zeugs. So, der hier. Ja, der ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Den schieben wir jetzt nach dort. Valda greift an. Rogash bleibt, wo er ist. Und dann ziehen wir jetzt hier die Truppen näher zusammen. Soweit es halt geht. Ne? Vielleicht nehmen wir zwei davon dorthin oder einen, ist ja egal. Einfach, dass wir da. Die Katapulte. Keine Ahnung. So. So ungefähr. Und dann passt das schon. Und nachdem ich jetzt voll das Geld habe. Ich habe fett krass Kohle, Mann. Weil ich fett krass Kohle, Mann, habe. Fange ich jetzt am besten an, irgendwie irgendwo Leute auszubilden. Was haltet ihr davon? Einfach nur Leute irgendwo ausbilden. So, da können wir Katapulte bauen. Einfach irgendwas, irgendwo, irgendwie. Spielt keine Rolle. Ist voll egal. Hauptsache, jetzt wird ausgebildet. Na komm. So, die Truppen haben ihre Befehle. Der bleibt. Los geht's. Haha. Ich muss das nur noch verteidigen. In der nächsten Runde da angreifen, dann sind die Menschen toast. Und das Gute ist, das kriege ich hin. Ich weiß, dass ich es hinkriege, weil das ist gut machbar. Von dem her müsste das schon passen. Jetzt habe ich letzte Episode tatsächlich wieder das Ding vergessen. Den. Ja, manchmal vergesse ich das einfach. Das Codewort. Ist bei mir noch nicht wirklich drin. Was ich mir aber wünschen würde, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, aber ihr müsst es wollen. Ihr müsst es wirklich wollen. Sonst bringt's nichts. Also, nur um mir eine Freude zu machen, nö, sehe ich nicht ein. Das solltet ihr dann nicht tun. Auf gar keinen Fall. Das bringt nichts. Aber, wenn es euch gefällt, irgendwo. Und ja, und ihr wollt mir eine wirkliche Freude machen. Eine wirkliche, wirkliche Freude. Dann natürlich weiter Werbung machen, mehr Leute an meinen Channel binden, an uns binden. Das könnt ihr am besten. Das selbstverständlich. Hier schön weiter Kommentare und Likes. Freue ich mich immer riesig drüber. Das ist so Bestätigung, ne? Jeder Mensch sucht ja irgendwo Bestätigung. Das ist einfach so. Also es gibt da nur ganz wenige, die schon so weit sind mit ihrem Denken und mit ihrer Erfahrung in ihrem Leben, wie auch immer. Da gibt es nur ganz, ganz wenige, die das nicht mehr suchen, brauchen oder wollen. Also wirklich wenige. Ich bin da jetzt noch nicht. Ich suche nach wie vor nach Bestätigung und wenn da die Likes und schöne Kommentare unter den Videos sind, Dinge, die ich produziere, dann ist das Bestätigung. So, also, ich suche nach Bestätigung. Ach, du Heilige! Naja, komm, der hält das auch nicht lang durch. Oh ja, geil! Gib Kampftroll! Gib her! Gib Kampftroll! Brav! Sehr schön. So. Aber was ich eigentlich meinte, also davon mal abgesehen, dass ihr mir am meisten helft, da schön vorwärts zu kommen mit YouTube und dass der Spaß bleibt. Was wirft denn da jetzt? Ach, so ein normales Katapult. Schaut mal, wie die wegsterben. Davon abgesehen, würdet ihr mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr wollt, dass ihr der Serie Sins of Azula Empire, die ich jetzt angefangen habe, einfach eine Chance gebt. Sprich, das sind schon ein paar Leute, die es gucken. Aber noch nicht so viele. Schaut es euch mal an. Vielleicht länger als ein, zwei Folgen. Vielleicht gefällt es euch ja wirklich. Es ist nicht Herr der Ringe, das ist mir klar. Es ist ziemlich anders. Und der Fokus liegt weniger aufs Kämpfen, sondern mehr aufs Aufbauen und Forschen eines Empires im Weltall. Ist mir klar. Und es ist um einiges mächtiger als so ziemlich
viele Echtzeitstrategiespiele. Ich würde sogar sagen, es ist mächtiger als StarCraft. Von den verschiedenen Möglichkeiten, die man machen kann, ne? Es ist nicht so mächtig wie Age of Empires 2, weil da hat mal 30 verschiedene Völker oder was. Das ist echt krass. Mit Spezialfähigkeiten und und. Aber egal, wie auch immer. Also, das tät mich wirklich freuen, wenn ich sehe, hey, aber nur wenn es auch gut ankommt. Ihr sollt's da nicht lügen. Also, das will ich nicht. Wenn es euch nicht gefällt, dann schaut es nicht. Das ist wichtig. So, das schützen wir jetzt mal. Die ziehen wir weg. Also das muss schon ehrlich sein. So, wo bleiben die jetzt? So, bumm. Ja. Aber wenn, es gibt halt fast nichts Schöneres, wenn man auf YouTube ist, man macht eine neue Serie und sieht, hey, die kommt gut an. Die Leute schauen das, das macht den Spaß. Das ist halt wirklich toll dann. Also wenn ihr wollt, das würde mir wirklich Freude bereiten. Naja. Du Rogasch, ja, das wissen wir. So richtig beschützt gewonnen habe ich hier das jetzt noch nicht, ne? Aber ich glaube, es reicht, wenn ich den Gegner hier zuspamme. Das müsste reichen. Da war ich auch ziemlich blöd. Ah, spare ich jetzt hier? Nett. Oh, ein bisschen was. Ein bisschen was. Oh ja, für die Episode, jetzt ist zwar früh in der Episode, aber das macht ja nichts. Das ändert sich halt von Zeit zu Zeit. Manchmal früh, manchmal spät, wie auch immer. Ich habe jetzt, weil ich weiß ja nicht, welches Codewort ich in der letzten Episode haben wollte, aber ich weiß, welches Codewort ich diesmal machen werde. So. Na, Rogasch, vielleicht überlebst du es. Und zwar. Und das zeige ich euch sogar. Ich werde es verdeutlichen. Erst bauen wir hier noch einen Turm. Mann, ich muss das Fenster schließen. Es wird sehr kalt hier drin. Sehr kalt. Aber ich ziehe das jetzt noch durch. Ich warte jetzt noch. Ich warte jetzt noch. Diese Schlacht ab. Die ziehe ich noch durch. Aber ich zeige euch mal. Ich zeige euch jetzt das Codewort für diese Episode. Wer von euch kennt Marzipankartoffeln? Kann man das sehen? Marzipankartoffeln. Diese Dinger hier. Ich hoffe, man sieht's. Marzipankartoffs. Ne? Sind sau lecker. Ich liebe die Dinger. Und die sind halt arschteuer. Und die findet man auch gar nicht mal im Handel irgendwie. Also ich zumindest nicht. Aber die sind so geil. Ich liebe die Dinger wirklich. Und deswegen ist das Codewort für diese Episode Marzipankartoffeln. Also. Jetzt wisst ihr's. Elendil! Stirbt er? Jetzt will ich mal wissen, ob der Aragorn wieder komisch stirbt. Ne? Und wehe, einer von euch schreibt jetzt Elendil, das passt nicht. Das stimmt nicht. Das Lustige ist, wenn ich das sehe, werde ich voll verwirrt sein. Weil ich halt davon ausgehe, dass ich ein Codewort genommen habe. Und wenn dann plötzlich zwei Codewörter stehen, damit könnte es mich auch übelst trollen. Ich erinnere mich ja nicht an die Codewörter. Kann ich ja auch gar nicht. Ich meine, ich nehme das jetzt auf und 3 Wochen später seht ihr das, circa, ungefähr. Ja, bis dahin habe ich so viele Codewörter eingenommen, lol. Ich meine, ich erinnere mich schon daran, dass ich es mal gesagt habe, wenn es auftaucht, eigentlich. Aber mit sehr vielen Codewörtern über die Zeit wird das halt irgendwann doch sehr unübersichtlich. Für mich. Und dann, naja, dann wird das kompletter Schwachsinn. So, was ist denn jetzt hier?
Da, die kommen durch. Das könnt ihr doch nicht zulassen. Tötet's die mal. Wo sind meine ganzen guten Leute? Der Wölfe war vielleicht... Nee, war genau das Richtige. So. So, noch ein Türmchen bauen. Boah, wird das kalt hier drin. Boah, Mann. So. Können wir das hier mal schützen? So, dann tötet den mal. Weg ist er. Sieht ja bisher nicht schlecht aus. So, können die Wolfsreiter jetzt was? Ich will halt das Leuchtfeuer wieder haben, ne? Und das hole ich mir jetzt auch. Na, da reiten wir erstmal drüber. Erstmal schön, schön drüber. Ah, und dann zurück. Das machen wir nicht. Weil die sind teuer. Die will ich jetzt nicht weghauen. So. Dann können wir wieder angreifen gehen. Whee! So. Wenn ich den Wolf... Oh, so viele Speerträger. Ach du Heilige. Wisst ihr was? Was macht denn der da? Lauf! Jetzt stellen wir uns mal hier zu den Türmen. Rufen die Grabunholde. Perfekt. Die helfen nämlich wirklich. Ihr bleibt schön da. Dann buffen, Eisland drüber hauen. Ja, das sieht gut aus. Das ist halt das Problem an der KI. Die ist halt strunzblöd. Die läuft da rein. Und das ist hier, dieses Gebiet ist halt aufgebaut wie so ein Fleischwolf. Wie so ein Fleischwolf. Na, da kommt nichts durch. Kann er volle Kanne vergessen. So, mal sehen, ob die... Ne, die Riesen tauchen einfach nur so auf. Gut. Wie auch immer, ist ja egal. So. Und ich weiß, ich spam schon wieder nur schwache Truppen, aber für die starken Truppen fehlt mir das Geld. Irgendwie. Wölfe, nehmt das Ding mal bitte ein. So. Irgendwas stirbt da. Ich glaube, das war ein Ork. So. Vier Türme mit Eispfeilen. Das ist halt mächtig, ne? Da kann man nicht so einfach durchrennen. Schwierig. Ich meine, kann man machen, aber man sollte es nicht. Warum raufst du keine Wölfe? So. Gehört mir. Perfekt. Oh, die machen ganz guten Flächenschaden. Das ist nicht schlecht. Oh, das tat weh. Oh, huhuhu. Ach du meine große Güte. Okay. So, meine Hand friert schon ein, weil das Fenster immer noch offen ist, weil ich die Schlacht nicht gewinne. Blöd wie ich bin. Also der leistet großartigen Widerstand. Weißt was, jetzt machen wir doch mal hier ein bisschen Upgrades. Schaden kann's nicht. Jetzt nimmt er mir hier das Ding wieder weg, ne? So, dann nehmen wir uns das Ding wieder zurück. Die Orks sterben auch, obwohl die Dunkelorkrieger gar nicht schlecht sind, aber die sterben halt trotzdem. Meine blau ist sie plötzlich, die Flagge. Und dann ist sie plötzlich orange. Okay. So. Na komm. Ah, auf der Brücke kann ich nicht rufen. Aber vor der Brücke geht. So, der Eiswolf rennt jetzt dahin. So. Ah, schön repariert hast. Glückwunsch.
betäubt. Na? Alter, der ist ziemlich brutal. Jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Ah, doch. Der ist so ein bisschen wie ein Sauron, oder? Der macht so guten Flächenschaden hier. Ja. Ach, ein Feind wurde vernichtet. Ja, perfekt. Dann haben wir ja schon gewonnen. Ja. Das läuft jetzt schon. So. Na, so schlecht ist der Wolf gar nicht. Und der ist länger auf dem Schlachtfeld, als ich dachte. Ich dachte, er bleibt nicht lange auf dem Feld, aber doch. Schlecht ist er nicht. Snifft nochmal in die Luft. Keine Ahnung, was er da gerochen hat. Ich weiß nicht. So. Ja, das haben wir gut verteidigt. Würde ich mal sagen. So. Und weg ist er. Tschüss. Schatten des Wolfs. Naja. Na, ich hab einen Ring. Nice. Boah, gleich darf ich. Gleich darf ich. Oh, jetzt kann ich es nicht zerstören. Cool. Wow, so kann man verhindern, dass... Okay. Ist ja gar nicht schlecht. Ja, wie lustig. Schaut's mal da. Weil der gestorben ist, jetzt sind hier neutrale Waldläufer. Habt ihr das schon mal gesehen? Weil der halt genau dann gestorben ist, aber das Gasthaus hat noch ausgebildet. Jetzt sind hier noch neutrale Waldläufer. Wo halt gestorben ist, die KI, ne? Krass. Ist ja nice. Das ist ja lustig. So, ich darf Waldläufer bauen. Ist ja gar nicht schlecht. Gleich kann ich das Fenster zumachen, dann geht's meiner Hand auch wieder besser. Oh, ist das kalt. Kalt. Wo ist denn der Baumeister? Den will ich jetzt suchen. Such den Baumeister. Irgendwo muss er ja sein. Irgendwo muss er sein. Ich werde ihn schon finden. Oder er hat irgendwo noch ein Gebäude zum Ausbilden. Kann natürlich auch sein. Was weiß ich? Also irgendwo hat Mordor noch was. Ich weiß nur nicht wo. Jetzt überlässt er mir. Okay, also ich finde ihn nicht, aber er gibt auf. Ich darf das Fenster zumachen. Yes. Sehr schön. Oh, das ist gut. So, gewonnen. Puh. Was ist freezing draußen? Die Deutsche Post. Also, da haben wir gewonnen, gewonnen, gewonnen. Hurra. 12,84, glaube ich, war es. Oder 4,8. Eins von beiden. Passt. So. Ah, die konnten sich nochmal zurückziehen. Macht aber jetzt auch nichts. Das macht jetzt wirklich auch nichts. Das ist überhaupt gar kein Thema. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.